Franz Beckenbauer wird sicher darauf hinweisen, was ich eingangs schon erwähnte, wir haben unseren ganzen Trainingsablauf auf den 10. Juni abgestimmt und deswegen muss man über Schwächen, die es ja nun überdeutlich vor allen Dingen im ersten Durchgang gab, hinwegsehen und sich hinwegsetzen. Und abgerechnet wird dann erst am 25. Juni, wenn die Europameisterschaft vorbei ist, warten wir es ab. Die alte Theaterweisheit hilft ja auch nicht weiter. Schlechte Generalprobe, gute Premiere. Schlechte Generalprobe in der ersten Halbzeit. Ich sag mal so, die zweite Halbzeit lässt uns, die wir doch mit der deutschen Mannschaft zittern, alle wieder ein bisschen hoffen. Da oben sehen Sie die Zeit. Die Zeit ist um. Die Vorbereitung für Franz Beckenbauer und die deutsche Fußballnationalmannschaft auch. Am 10. Juni ab 20.15 Uhr im Düsseldorfer Rheinstadion gegen Italien. Da zählt's dann. Schlusspfiff des sehr guten Schiedsrichters Alexei Spirin aus Moskau. Spielstand 1:1. Das hat sich täglicher Franz Beckenbauer bei Jörg von Torra. Bitte schön. Ja, Franz Beckenbauer, das ging ja gerade noch mal gut. Eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, dadurch das 1:1. Worauf führen Sie diese Steigerung zurück? Ja gut, vielleicht waren wir in der ersten Halbzeit ein bisschen geschockt durch das frühe Gegentor, das wir nicht eingeplant hatten. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht zu unserem Rhythmus gefunden. Dann durch die Auswechslungen, wir haben ein paar neue offensive Leute gebracht. Die haben etwas mehr Schwung ins Spiel gebracht. Es wurde dann insgesamt auch engagierter gespielt. Und ich glaube, dass der Ausgleich mehr als verdient ist. Müssen Sie nach diesem Spiel nun im Hinblick auf die Europameisterschaft umdenken, ohne die Italiener, mit Mill oder Eckstein? Umdenken ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber das Spiel hat gesehen, dass wir ganz gute Alternativen haben. Mein Kollege Heribert Fassbender hat eben am Ende seiner Reportage gefragt, ist die Mannschaft der zweiten Halbzeit auch die Elf, die am Freitag gegen Italien im ersten EM-Spiel auflaufen wird? Ich will diese Frage einfach mal weitergeben. Ja, dann, wenn wir 1:0 zurückliegen, ja. Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Aber mal im Ernst, Franz Beckenbauer, man hat gesehen, es war noch nicht alles Gold, was glänzt. Wie wollen Sie das bloß in einer Woche noch hinkriegen, dass da am nächsten Freitag eine Mannschaft spielt, die wirklich in EM-Form ist? Ja gut, das ist natürlich nicht ganz leicht. Auf der anderen Seite, wir sind jetzt mitten in der Vorbereitung, die zweite Vorbereitungsphase abgeschlossen. Schauen Sie sich einmal die anderen Länder an. Ich habe die Dänen beobachtet, die sind noch weiter hinten dran. Die Spanier, alle, die so jetzt mitten in der Vorbereitung stecken, haben ihre Probleme. Sie haben jetzt ein Leistungstief. Und das ist eigentlich die Erkenntnis, die ich aus diesem Spiel gezogen habe, dass wir weiter sind, zumindest konditionell weiter sind, als unsere Konkurrenten. Es fehlt aber im Endeffekt doch eine Führungspersönlichkeit, wie Sie das früher mal waren, wie das eben Mittelfeldspieler wie Netzer und Overath waren. Trotz eines Lothar Matthäus, der heute versucht hat, die Mannschaft noch mal richtig zusammenzureißen und zu führen. Ja, ist richtig. Der Lothar hat ein sehr gutes Spiel gezeigt. Nicht nur, weil er das eine Tor geschossen hat. Er hat versucht, Linie ins Spiel zu kriegen.